Oh Mann. Ah, hier waren wir. Also man kann sagen, was man will, der hat wirklich Balls. Alleine loszugehen und das alles zu machen. Richtig fette Balls. Heilige Scheiße. Wo sind die Wölfe hin? An dem waren wir hier alles. Oh yeah. Alter, wie viel Munition? Fehlen nur noch Mistgabel und Pöbel. Muss reichen. Oh, unser Kumpel. Hey, Großer. Freust du dich, mich wiederzusehen? Hey. Hatte gehofft, dich wiederzusehen. Ja, ja. Ganz brav. So, Kumpel. Du kommst mit mir. Okay. Hier ist der Plan. Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben, direkt raus aus der Mine. Kriegen wir das hin? Kann's nicht besser sagen. So ist's brav. Oh, der wird hundertprozentig sterben. Alter. Wäre ich bloß so gelenkig wie du. Ich glaube, ich sitze hier fest. Okay. Versuchen wir es. Super. Ah!
gesehen? Ich hab's auch drauf. Oder, Wolfi? Arztbericht. Die Patienten wurden vor 5 Tagen in die medizinische Einrichtung von Blackwood eingewiesen. In diesem Zeitraum führten wir eine Reihe von physiologischen und psychologischen Tests durch. Die Ergebnisse waren außergewöhnlich. Sie widersprachen den allgemeinen medizinischen Erwartungen. Beobachtete Symptome, Blässe, Hautverfärbungen, schwerer Vitamin-D-Mangel. Störung des Sozialverhaltens, überdurchschnittliche lange Wiedereingewöhnungszeit nach traumatischen Ereignissen, unstetes zwischenmenschliches Verhalten, Gewalt gegen Pflegepersonal, 3 versuchte Tätigkeiten, 1 versuchter Kratzangriff. Erwartete, aber nicht beobachtete Symptome, Mangelernährung, durchschnittlicher BMI nur innerhalb von ca. 3% der normalerweise erwarteten Werte, sie müssten tot sein. Erfrierungen, Reaktion der Patienten auf Reize innerhalb akzeptablen Bereichs. Auf der Rückseite Geprächtigkeiten, Schwächen, Aufblähungen von Schienbein, Wadenbein und Oberarmknochen, durchschnittlich 2,5 cm. Ungewöhnlicher Kräftezuwachs beobachtet, ein Patient hob knapp 330 Kilogramm Gewicht. Empfohlenes Vorgehen, unter strikter Beobachtung halten, Fixierung dringend empfohlen. Pflegepersonal von 1 auf 3 Personen aufstocken, Beobachtung rund um die Uhr. The fuck. Die sind so Wendigos geworden. Jetzt kann man es ja sagen, die haben da unten die Leute gefressen, oh, um da durchzukommen. Oh shit. Scheiße. Ach du Scheiße, warum bin ich da nur wieder reingeraten? Das ist das, was sie die ganze Zeit verheimlichen wollten. Das sind ja die reinsten Panzertüren. Wie irre waren diese Insassen. Alter, mal überlegen, so richtige Panzertüren, die sind einfach... Die Kratzer sind durchgegangen durch die Tür. Lasst uns raus, wir verhungern, wir frieren, ich werde mich rächen, hört auf, uns zu testen. Gerade rechts hochgeklettert. Der B-Flügel. What the fuck, Digga?
Scheiße. Ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Ein gefesselter Patient scheint sich in eine Art Kreatur zu verwandeln und wird gewalttätig. Er greift die Leute an, die den Film drehen. The fuck, ey. Blackwood Pines Sanatorium, ärztliches Untersuchen, Patient über 9, Verlauf des Skelettiberostosa. Vertraulich. Oh, jetzt wird's interessant. 9.01.52, Tag 4, epithermale Depigmentierung zu erwarten. Nach Aufenthalt unter Tage, starke Krümmung des Thoraxbereichs. Posttraumatische Kryptose. Kripose, Hornhautdystrophie und Linsentrübung. Sehschärfe 20/160. Alter. 14.01.52. Tag 9. Chronische Kyphose, narbige Alopezie, extreme Perforation der Nasenscheidenwand, ektothermale Dysplasie, Anspitzung der Zähne. Alter, guckt euch mal diesen Unterschied an, wie er da noch aussah. Das war Tag 4. Alter, das ist unglaublich. 5 Tage später, und guckt euch mal den Unterschied an. Normal? Dann schaut er schon so aus. Und jetzt wird es noch schlimmer. Boah. Setzt sie sich das doch nun mal einer rein. Das ist ja echt unglaublich. 17.01.52, Tag 12, Telokinesis effluvium, keine Alopezie. Länge der Oberkiefer, Eckzähne 3,8 cm, Konsistenz bei Hornhautintim, aber Sehschärfe jetzt 20/22. Epithermale Verhärtung, Hornschicht 1,3 cm. Alter, das ist so krank. Oder was ist das? Der eine Doktor ist ja gestorben von seinen eigenen Leuten, die er hier eingesperrt hatten. An den Finder dieser Nachricht. Sie sterben draußen. Ich höre sie kreischen und weinen. Diese Hölle ist mein einziges Vermächtnis. Gottes Strafe für meinen Fehler. Ich kann meinem Schicksal nicht entrinnen. Der Tod wartet bereits auf mich. Jefferson Bragg. Das ist der Typ, den das hier gehört hat. Alter Schwede. Komplett geisteskrank. Nicht gut. Ist wahrscheinlich nur eine Ratte. Scheiße, fuck. Shit.
Nein, geh weg dort! Da vorne ist er. Der Wolf ist hier richtig krass drauf. Okay. Der eskaliert nicht gar nichts, der ist genauso ruhig wie wir. Du Arschgesicht. Wo steckst du? Was? Hä? Was? Oh, jetzt kommt die Szene mit dem Arm, wo greifen wir auf uns. Wir müssen aufpassen. Oder kommt die? Ja. Nicht schießen. Aufpassen. Scheiße. Einer nach dem anderen. An mir ist genug für alle dran. Alles voll. Schön Munition sparen. Zwei Wendigos umgebracht. Alter Schwede. Also Mike ist absoluter Badass, ohne Scheiß. Boah, noch mehr.
Ist alles voll hier mit den Viechern. Hey Kumpel, komm runter, ist gut. Nein. Was zum? Ach komm schon. Das war's. Oh mein Gott, und sie lebt noch? Alter, sie war einfach fast nicht präsent. Digga, sie lebt einfach noch. Ich habe gedacht, sie ist wirklich tot, weil sie überhaupt nicht mehr vorkam. Alter, sie hat einfach überlebt. Ich kann nicht mehr. Kommt schon, Leute, beeilt euch. Wir müssen zu Mike. Na los! Hey! Ich komme kaum vorwärts, Leute. Geht doch lieber ohne mich weiter. Nein, Chris, wir lassen dich nicht hier. Wir bleiben zusammen. Mike muss dann eben warten. Ich hoffe, Mike hat es überlebt. Ich habe da nichts gesehen, wo er explodieren würde. Das sah alles aus wie so leere Fässer zum Draufschießen. Boah, hoffentlich hat er das überlebt. Oh, Totem. The fuck, Alter? Das war Josh? Der sich verwandeln tut, glaube ich. Alter Schwede.